Beschwörungszeit bei Eddie. Die neuen Monster sind draußen. Aber darum geht's nicht mal groß. Also wir werden auch keine Spezialbeschwörung machen hier unten. Moment, da. Ja, das werden wir nicht machen. Er hat gesagt, er möchte das nicht. Ja, deswegen, wir machen das nicht. Wir haben ein bisschen was, wie man sieht. Wir haben 6 LS, 7 LDs, 11 Wasser, 10 Feuer, 52 Wind, 479 Mystische, ein Blessing, keine Stones. Da wartet er auf Sierra. Wir mal gucken, vielleicht ziehen wir ja einen. Dann brauchst du auch nicht mehr auf die warten. Ne? Ich hoffe, mein Video verarbeitet da langsamer. Mein Gott. Okay, also seine Most Wanted Wünsche sind Sierra, habe ich ja gerade mehr oder weniger schon gesagt, Diana, Garni, Savannah, Rika, Wusa. Wenn Blessing ploppt, muss ich es zeigen. Keine Stones, keine neuen Blessings holen, sprich, wenn Dupe kommt, ist er da. Ja, muss er selber gucken, was er damit macht. Und, ach so, genau. Ich hatte bei ihm ja schon mal ein RTA Teambuilding gemacht. Und dadurch hat er C1 erreicht. Er hat es geschafft. Ja, er hat auf jeden Fall aber auch die Monster dafür. Das habe ich aber auch gesagt. Ja, also, ich hatte letztens einen lustigen Kommentar gekriegt. Ja, er hat zwar, es war sogar kurzzeitig mal C2 drin. Also der Kommentar war lustig. Oh, ich freue mich auf die Streams. In der Hinsicht freue ich mich auf die Streams, wenn ich dann direkt eine Brandseite geben kann. Da auf sowas freue ich mich, ja. So schön wegbannen, instant. Auf sowas freue ich mich. Auf jeden Fall, er hat es geschafft. Also anscheinend, also hier und da, bei manchen ist es ein bisschen schwieriger zu helfen. Da gebe ich auch zu, weil das da sehr anstrengend ist. Ja, weil wenn dann die Runen und so nicht stimmen, da kann ich in der Theorie halt auch nichts machen. Ich ist ja nicht so, als ob ich jetzt Wunder bewirke. Wisst ihr, was ich meine? Deswegen, da ist es halt für mich immer ein bisschen anstrengender, was zu machen, weil ich, naja, ich bin kein Gott. Und dadurch ist es ein bisschen schwieriger, wisst ihr? Okay, gut. Wir fangen aber an zu beschwören. Die neuen Monster sind da, wie gesagt. Wir machen die normale Beschwörung, nicht die Spezialbeschwörung. Also hier mit den erhöhten Monstern. Wobei, die ist cool. Also die finde ich ganz lustig. Sie hat einen Speedlead, aber ansonsten, naja. Gut, ich bin mal gespannt. Bin mal gespannt, wie die werden. Okay, wir legen los. 3, 2, 1... Go. Oh, wow. Okay. Nimm mich hin. Ein Samurai. Okay. Ich weiß gar nicht, was mit dem Event ist, wenn da, weil man hat ja dieses... Das ist auch ätzend, ne? Dieses Beschwörungsevent, weil man bei dem Beschwörungsevent ist man verpflichtet zu beschwören. Also bei den neuen Monster-Event. Man muss beschwören, aber ich will nicht beschwören. Ich will erst zur Transzendenzrolle beschwören, aber ich werde jetzt mehr oder weniger gezwungen zu beschwören. Das ist ein bisschen nervig, finde ich persönlich, weil das nur 24 Tage sind. Ich glaube, man hat noch 50 Tage bis zur Transzendenzrolle und das finde ich halt ein bisschen doof, muss ich sagen. Weil ich ehrlich gesagt nicht beschwören wollte. Ich habe nichts zu beschwören. Ein bisschen doof, aber okay. Wie viel? Über 600 Scrolls? 600 Scrolls? Grob? Grob so 600 würde ich jetzt mal sagen. Ich habe jetzt nicht gezählt. Ich würde mal so grob 600 Scrolls sagen. Ja, sollte auf jeden Fall was bei sein. Die Frage ist, ob es Dupe oder Non-Dupe ist. Warte mal, was hat er denn für Monster? Das können wir mal ganz kurz gucken. Ob der jetzt hier irgendwas hat, was kein Dupe ist. Ja gut, das neue Monster natürlich. Marsha nicht, Sekhmet nicht. Okay, doch, ist ein Beast. Oh, aber nicht so viel. Rakan, Chandra, Kuma. Sind nicht so viele Monster. Abellio, Striker, die Wasser da, Wusa, ja. Ja gut, es sind nicht mehr so viele. Könnte schwer werden. Ja, könnte schwer werden. Ich will gar nicht wissen, wie das bei Wind aussieht. Wahrscheinlich genauso. Na, es fehlt vielleicht auch eine Handvoll in jedem Attribut, kann man grob sagen. Eine Handvoll in jedem Attribut. Könnte schwer werden, da was Neues zu kriegen. Er hat noch ein Blessing. Ja, Blessings sind... Ich mag keine Blessings. Ich muss sagen, ich mag keine Blessings. Ich bin kein Fan mehr davon, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich werde mir auch keins mehr holen. Außer ich weiß irgendwann wirklich nichts mehr damit anzufangen. Dann vielleicht. Aber so jetzt steht ein Blessing nicht mehr in meiner Devise. Ich bin kein Fan. Nee. Ich bin mal gespannt. Also die Anzahl werde ich nicht haben, wenn wir die Transzendenzrolle öffnen bei mir. Auf keinen Fall. Also nicht die Anzahl der MS, auf keinen Fall. Der Rest, ja, den Rest habe ich schon ungefähr. Bis auf LDs. LDs werde ich bei mir nicht öffnen. Weil LDs... Naja. Sind halt LDs, ne? Ich will die ein Jahr sparen. Also ich möchte die bis zu meinem Geburtstag mal sparen, dass ich so 100, 110, 120 oder so habe. Und dann mal gucken, was dabei rumkommt. Einfach mal so Selbstexperiment. Junge, Junge. Okay, Blitze, komm. Go.
Zwei Blitze hatten wir schon, relativ am Anfang. Ja, war kein Net 5. Also die Blitze kannst du ruhig mal wiederkommen lassen, ja? Dass man zumindest so ein bisschen die Hoffnung hat. Wobei, ich sag's immer wieder, es ist egal, wie viele Blitze kommen. Die Blitze müssen einfach nur scheppern. Das ist das Ding. Ja, die Blitze müssen einfach nur scheppern, der Rest ist relativ Latte. Aber bei, wie viel waren das, 400 irgendwas MS, muss ein Net 5 drin sein. Waren es ein Net 5 auf jeden Fall? Ja, zwei wären schon gut. Also wären überdurchschnittlich. Man sagt so zwischen 200 und 250 Scrolls sollte ein Net 5 in den MS bei sein. Das haben wir hier. Ja, also ein Net 5 sehe ich auch. Ich sehe nur keine Blitze, das ist das Problem. Ne, also... Ist aber nicht so schlimm, ist nicht so schlimm. Es muss nur scheppern, es muss nur scheppern. Jetzt der nächste Blitz, der nächste... Da, der scheppert. Nein, wir haben keinen, wir haben Blessing. Blessing sieht man, das ist das Problem. Ein AE-Gear, okay. Na, es müssen irgendwann mal wieder so ein paar Blitze hintereinander kommen, um die Blitzrate so ein bisschen auszugleichen. Na, also weil die Blitzrate ist gerade nicht da. Muss ich sagen, wo sind die Blitze? Blitze, komm to us, Blitze. Vielleicht hätte man erst mit den Attribut-Scrolls anfangen sollen, wegen den Blessing. Er hat einen sehr hohen Sierra-Wunsch. Sollten wir vielleicht erstmal mit den Wind-Scrolls anfangen? Um eventuell die Chance mit Blessing zu haben, was Sierra angeht. Ich glaube, das wäre vielleicht gar nicht mal so dumm, fällt mir gerade mal ein, ne? Ups. Okay, wir fangen mit den Wind-Scrolls an. Vielleicht hat er deswegen so aufgehört, weil Sierra ist ja so sein Most-Wanted-Ding. Ja, deswegen... Ja, wir fangen mit den Windscrolls an, wegen dem Blessing. Weil da haben wir eine größere Chance, eventuell dann halt eine Sierra zu ziehen. Ja, das ist besser, das ist schlauer. Ich bin klug. Welches Channel geben wir? Okay, wir bleiben mal bei 2810. Da habe ich keine Gianna gezogen. Oh shit, warte mal, da habe ich keine Gianna gezogen. Wo habe ich denn mal... Aber ich habe da, glaube ich, meine Sierra gezogen. Wir können auch einfach mal in 8008 gehen. Nein, wir bleiben hier. Ich mache diesen Channel, mache ich zur Weltkrone. Auf geht's. Na, hier wird die Sierra kommen. Hier wird die Sierra kommen. Das sehe ich. Das ist easy. Pass auf. Gerade Sierra. Ich habe bei mir Sierra habe ich aus den Stones bekommen. Ja, aus den Stones habe ich die bei mir bekommen. Danach aber auch nie wieder eine gesehen. Aber ich muss doch sagen, seitdem... Nee, gar nicht. Nee. Ich ziehe mehr oder weniger bei mir immer nur das Gleiche, was Tiana, Diana ist. Ja, also ich hab so den Fable für Pferde und Polarköniginnen. Das ist so mein Fable. Weiß auch nicht, hat's mir angetan. Ich weiß zwar nicht warum, aber ich weiß auch nicht, warum hier gerade keine Blitze kommen, Mann. Wo sind die Blitze, Junge? Hau mal jetzt einen Blitz raus hier. Zumindest hier, ey, komm schon, spiel, tu nicht so. Hab dich nicht so, go. Hier muss was rauskommen. Junge, spiel. Danke, aber es ist kein Blessplot. Das sieht man ja. Das ist halt der Dreck an Blessings. Man sieht es halt, ne? Ich weiß nicht, ich finde Blessings halt wie gesagt nicht. Also ja, als ich das Video gemacht habe, gut, es kamen gute Gegenargumente bezüglich kein Blessing holen. Ich sag mal so, ja, es ist an sich... Ja, das Ding ist, man hat einfach das Gefühl... Dass man mit Blessing einfach eine schlechtere Quote an Net 5s hat. Ich bin mal gespannt, wann der Blessing ploppt. Der muss ploppen. Also das ist Pflichtspiel. Also wenn hier kein Blessing ploppt, also... Ja, dann ist Schicht im Schacht, sage ich da. Das ist auch kein Blessplop. Okay, Blitze sind hier halbwegs gerade gut. Ah, ich hätte so gerne ein Tableau. Tableau ist... Ach, Mann, ey. Also wenn... Ist jetzt Morris, aber jetzt, wo ich gerade Würfelmagier sehe... Also so ein Tableau. Oh, ich hätte so gerne einen. Das ist auch keiner. Aber die Blitze kommen langsam, aber leider in die falsche Richtung. Leider. Ich hoffe so, dass wir eine Sierra ziehen. Komm schon, wir haben noch 16 Scrolls. Okay, nee, das bringe ich mal eben ins Lager. Weil das nervt, dieser Ladebildschirm da, der nervt mich da die ganze Zeit. Okay, der ist direkt hier drüber. Das macht es leichter. Ich hoffe so sehr, dass wir ihn... Oder eine Savannah. Savannah, Sierra, sowas in die Richtung. Diana meinetwegen auch. Ich meine, es gehört zu seinem Most Wanted. Da muss ich ihn dann nicht groß fragen, wenn der da drin ist. Wenn zwei von seinen Most Wanted da drin ist, dann ja. Außer ich weiß, das ist ein Sierra und, sagen wir mal, Wusa. Dann würde ich die Sierra nehmen, weil ich glaube, Sierra ist so
sein Hardcore-Ding. Da muss ich ihn nicht unbedingt spoilern mit dem, wisst ihr? Die können wir auch wegtun. Blitze waren, na, nicht gerade da gerade. Warte, wir gehen mal in einen anderen Channel, okay? Wir gehen mal in... Gehen wir mal in 8, komm, wir gehen mal in 8008. Da beschwört doch, glaube ich, Bagel oder so immer. Ich weiß es nicht. Wir schauen mal. Komm, go, Sierra, go. Komm, ein Blitz hier zumindest. Ein Blitzi. Ein kleiner süßer Blitzi. Ein kleiner süßer Blitzi bei den Windscrolls. Please. Nee. 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 Ach komm schon. Ein Blitz noch. Komm. Am besten net 5. Go. Komm. Einmal hier der Blastplop wäre awesome. Komm. Der war richtig hart. Der war richtig geil. Weil der Blastplop hier kann die größten Chancen geben. Ah, das ist kein Blitzblock. Schade. Aber es kann doch mal ein... Es kann doch mal ein Blitzen. Schimmete. Okay, schade. Schade, schade, Schokolade. Leider nicht. Okay. Was war da noch bei? Wartet mal kurz. Sierra Diana Garnis. Okay, sehr Rika Wusa. Okay, gehen wir mal auf die Rika, ja? Der Wusa kam nämlich erst ganz hinten, ganz zum Schluss so. Ne, versuchen wir mal die Rika zu bekommen, okay? Go, Rika. Riesenkrieger, ja, fängt mit demselben Buchstaben an, hat aber nicht viel mit einer Rika zu tun. Rika habe ich bei mir auch schon sehr lange. Ich weiß gar nicht, wann ich die gezogen habe. Nee, hier nicht. Da auch nicht. Ein Blitz, okay, ist aber kein... Ach, Mann, ich hasse Blessings, Mann. Das nimmt die ganze Spannung weg, weil man sieht, dass man... Weil das kein Net 5 ist. Hasse Blessings. Hasse sie einfach. Die sind einfach nicht cool. Nee, ich bin kein Fan davon. Ich meine, ja, es gibt gute Argumente. Hier war was? Wusa, ne? Ja, Wusa. So, Wusa. Ja, komm, guck. ist so, dass... Ja, es gibt Potenzial für ein Blessing. Das Ding ist nur, wie gesagt, ich finde Blessing mega Scam. Ja, also... Ist meine persönliche Meinung, meine persönliche Erfahrung, immer wenn ich ein Blessing habe oder hatte... Ist da nichts passiert weiter. Ist einfach nichts passiert und es ist... Es ging nicht gut aus. Ja, und das ich bin kein Fan von Blessing. Absolut kein Fan von Blessing. Hier habe ich früher beschworen. Gehen wir nochmal hier in 1337. Da hängen sehr viele Deutsche rum inzwischen. Aber mal schauen. Mal schauen. Hier haben wir einen Sensenmann. Perfekt. Hier haben wir einen Teufelsjäger. Oh, super geil. Oh, ein Blitz. Ist aber leider kein... Oder? Nee, ich glaube nicht. Nee. Oh, ein Poison-Ding da. Der Dalsim-Wind. Keine Ahnung, was der nochmal konnte. Ich weiß, der Wasser ist ganz cool. Der Wasser ist inzwischen, finde ich persönlich, also so für GKBK Offense. Fein, tatsächlich. Finde ich fein. Ist ein cooles Monster, macht Spaß. Man kann guten Damage drücken, ne? Ist halt so ein bisschen Nuke. Das war es aber auch schon. Der Rest ist eher so, der Dark soll noch ganz cool sein, aber da finde ich, naja. Und von den neuen Monstern, da können wir ja mal ein bisschen drüber sprechen. Die neuen Monster, ich finde die alle okay. Oh, ein Rio. Hat der ein Rio? Oh, der Rio wäre awesome as food. Ist OP, OP. Hat der einen? Anavel würde ich ehrlich gesagt nicht nehmen. Ich muss ihm mal, wie gesagt, mal eben ein Blessing schicken. Oh, ich hoffe, du hast keinen Rio. Ich weiß nicht, hätte ich vielleicht ein bisschen besser drauf achten müssen. Anavel ist neu. Okay, gut. Dann nehmen wir die Anavel. Schade, der Rio, den hätte ich so gerne. Okay, gut. Er hat eine GZ zu Anavel. Auch cool. Kann man auch inzwischen spielen. Auch RTA-mäßig etc. Finde ich, ist solide. Kann man spielen, ist nicht schlecht. Und jetzt ist der scheiß Blessing weg. Und jetzt, pass auf, jetzt kommen die Net5s so aus den Löchern. Wenn das jetzt der Fall ist, bestätigt sich meine Aussage. Wenn nicht, okay. Ja, aber wenn... Ich sag's euch, mit Blessing hast du eine minimale wenigere Chance. Ich wette es mit euch. Aber das Gute ist, jetzt kann jeder Blitz kann Net 5 sein. Ich sollte das Monster mal eben sperren gehen. Sekunde. Nicht hier. Anavel, zack, Monster sperren. Ist gesperrt? Ist gesperrt. Okay, cool. Aber Anavel ist neu, das ist gut. Kann man sehr gut spielen. Kann man auch in der RTA spielen, auf alle Fälle. Ich benutze sie für manche Teams, was GK angeht, auch BK, also Offense-Teams benutze ich sie. Und ja, das Ding ist, bei Anavel ist auch gut für Raid und so, aber davon gehen wir jetzt mal nicht von aus, weil es BJ gibt und ich schätze, er hat schon BJ. Ist auch noch gut für RTA tatsächlich.
Ich würde sie jetzt nicht arena-technisch schwierig. Würde ich jetzt nicht drauf gehen, aber RTA kann man sie spielen. Auf jeden Fall. RTA ist nicht schlecht. Auf jeden Fall ein sehr starkes Monster. Situationsbedingt. Okay, eine Sekunde mal. Ah, nee, never mind. Never mind. Können wir da machen. Ja, kann man spielen, kann man, wie gesagt, fast. Also, Annabelle ist ein Monster. Ja, sie ist ein bisschen. Sie war auch jetzt zum Beispiel nicht in der Tierliste mit drin, glaube ich. Nee, war sie nicht. Ich finde, sie kann man. Die kann man spielen. Auf alle Fälle kann man sie spielen. Ich wüsste nicht, warum man sie nicht spielen kann. Anubis. Weil ich bin ganz ehrlich der Meinung, Annabelle. Ich war auch eine Zeit lang immer mal am Überlegen, mir sie zu bauen. So für Last Picks gegebenenfalls. Ja, ist halt gut mit Clans, mit einer hohen Res. Kann sie auch gut gegen Okies sein, tatsächlich, in der derzeitigen Meta. Mit den Clans habe ich auch schon viele Matches gesehen, dass sie da sehr stark sein kann. Das ist das Problem mit der mit dem Rest und den ACC-Wert. Ja, das ist das große Problem, was da immer ist. Und wenn der nicht richtig, ich sag mal nicht richtig, also ich keine Ahnung, keiner versteht den irgendwie richtig. Ja, das ist so das Ding. Und, naja, ist halt RNG in der Hinsicht. Aber sie kann gut gegen Oki klarkommen. Sagen wir es mal so. Ja, mit dem Clans, wie gesagt, wenn sie resistet, jetzt ist es abgeschlossen. Jetzt muss ich mal kurz was gucken. Sekunde, Leute. Okay, gut. Weiter geht's. Der Golem also, ja? Also von den neuen Monstern haben wir noch gar nichts gesehen, ne? Weder Forster. Gut, wir machen jetzt nicht die Spezialbeschwörung, weil, wie gesagt, er wollte es nicht. Kann ich auch irgendwie nachvollziehen. Muss ich ganz ehrlich sagen, wie gesagt, ich finde von den neuen Net-Fives in der Theorie, ich finde die Feuer gut bezüglich Speedlead. Ich finde die Wasser aber, glaube ich, das ist so das einzige Monster, was mich persönlich ansprechen würde, weil sie, ich finde sie, also ich schätze nicht mal, dass sie ein großes Potenzial hat, ganz ehrlich. Aber ich finde, sie hört sich an, so lustig an zu spielen. Ja, das ist so der Grund. Weil ich finde, dass sie sich sehr lustig anhört zu spielen. Und der Rest, ich muss ganz ehrlich, ich finde die nicht so geil. Alle irgendwie so. So ein bisschen. Die, immer, das Ding ist immer, man kann viel sagen. Ja, man kann jetzt sagen, jo, jetzt wechseln wir nochmal den Channel in. Auf geht's. Ich weiß, ich kenne den Channel nicht, keine Ahnung. Ist jetzt mal ein Channel von mir ausgesucht, weil sind coole Zahlen. So. Mal schauen, was es hier gibt. Weiter geht's. Frankenstein. Frankenstein. Back-to-back Frankenstein. Nice. Golem. Oh, Blitz. Okay, mal gucken. Also wie gesagt, ich schätze, in den MS ist noch ein Net 5 drin. Ist noch eins drin, mindestens. Bin ich stark von überzeugt. Ein Net 5 ist hier safe noch drin. Ich hoffe, es ist kein Dupe. Ich weiß es nicht. Dass der Ryu ein Dupe war, das ärgert mich. Ich hätte den so gerne, Mann. Der würde auch so viel für mich. Also jetzt nicht, weil er broken ist derzeit, weil er Triple S hier ist. Darum geht's nicht. Mir geht's darum, ich brauche einen Speed. Wie gesagt, ich hätte auch gerne ein Tableau. Ja, ich hätte mega gerne ein Tableau. Der würde in dem Team, was ich mir gerade baue. Ja, also ich bin gerade dabei, mein Team ein bisschen umzugestalten, aber wahrscheinlich eher so zur nächsten Season, weil, oder mal gucken, vielleicht mache ich darüber auch nochmal ein Video, mal gucken. Das Ding ist nur, mir fehlt ein Speedlead, den ich auch gut einsetzen kann, wäre es zum Beispiel Tableau oder Wasser Ryu wäre, ja. Ja, in der Theorie auch ein Shivu. Ich muss aber sagen, Shivu finde ich schwierig, ich hoffe, jetzt kommt kein Shivu. Okay, Lisa. Hätte auch eine Rika sein können, meinetwegen. Aber okay, Salamander. Aber die Blitze. Ja, ich sag mal so. Einmal war gut mit Annabelle. Super gut. War kein Dupe. Da bin ich froh drüber, weil es ist, glaube ich, echt schwer, hier keinen Dupe mehr zu ziehen. Wie gesagt, ich gehe so von einer Hand auf jeden Attribut aus, was er noch nicht hat. Ja, kannst du an den Fingern abzählen. Und da dann keinen Dupe zu bekommen, ist schon gut. Ja, also das ist schon gut. Und Annabelle ist neu. Wie gesagt, mit Wasserrio ärgert mich trotzdem. Ich hätte mega gerne. Der wäre so geil, Mann. Einfach Speedlead mit Strip und Broken. Aber okay, um den Broken-Faktor geht es mir nicht. Mir geht es mehr um den Speedlead. Wie gesagt, ich kann zwar. Ich habe Sierra und Jamaya. Und Psama und so. Das Ding ist nur, in dem Team, was ich gerne spielen möchte, wäre ein Strip gut. Oder ein Attack-Pushbar
gut. Und da wäre mit Speedlead. Und da gibt es nur Tablo oder Wasario. Was jeweils, ne, Strip und Dings. Und das wäre mega. Ich bin mal gespannt. Wie gesagt, das ärgert mich, wie gesagt, mit dem Event. Ich kann nicht beschwören. Ich kann das Event nicht machen, weil ich nicht beschwören kann, mehr oder weniger. Dass man die halt die Punkte nicht nur anderseitig kriegt. Und vor allem, du musst 100 beschwören. Woher soll ich denn 100 kriegen? Ich könnte 18 MS beschwören. Das ist alles. Aber naja. Okay. Ich hoffe, also wie gesagt, hier ist safe noch eins drin. Hier ist safe noch ein Net5 drin. Ah, könnte ich gebrauchen für Skill-Ups. Ja, könnte ich tatsächlich gebrauchen für Skill-Ups. Würde ich gerne nehmen. Ich hoffe, wir kriegen zumindest ein neues Net4-Monster. Also das wäre auch noch cool, denke ich. Vorbei von den Net4s, muss ich ganz ehrlich sagen, von den neuen Monstern. Die finde ich alle interessant, weil sie nicht critten können. Aber ob die... Ich kann mir nicht vorstellen, dass die da was machen. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass der... Klar, die countern so ein bisschen die Meta ab, ja? Wegen Ragdoll. Also Ragdoll aktiviert sich ja die Passive durch Crits. Dasselbe bei Miho. Wobei Miho ist nicht mehr wirklich da. Vigor juckt dem halt nicht, weil er sowieso nicht critten kann. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass der Schaden da ist, wenn man nicht critten kann. Wisst ihr, was ich meine? Ich glaube, das ist ein großes Ding. Ich kann es mir, wie gesagt, nicht vorstellen. Ich weiß es nicht. Ja, ich habe selber mit ihm jetzt noch nicht gespielt. Ich habe jetzt nur geguckt. Und wie gesagt, bei dem Gucken, was ich gesehen habe von den Monstern, fand ich die eine am besten. Okay, hier kommen jetzt nicht mal Blitze mehr. Okay, das ist nicht nice. Dann gehen wir mal wieder in... Gehen wir nochmal in 2810. Okay. Gehen wir nochmal 2810. Go, go, go. 300 noch. Alter, das dauert noch ewig. Okay, krass. Und wir beschwören schon 23 Minuten. 300 MS noch. Noch ist alles drin. Da könnten noch 5 Net5s rauskommen. Theoretisch gesehen. Ja, wenn man lucky ist, könnten da noch 5 Net5s rauskommen. Hoffentlich keine Dupes. Okay, hoffentlich kein Dupe. Ist das ein Dupe? Brandia ist schwierig. Ich gucke erstmal, ob es ein Dupe ist. Ich darf sie eh nicht, also ich verfütter sie nicht. Es ist ein Dupe. Okay. Dachte ich mir, wie gesagt, schon. Dupe. Wo ist es denn? Da ist Annabelle da. Brandia. Brandia ist ein Monster. Ist es gut für. Also, man kann Brandia im Raid einsetzen, in verschiedenen Rift Raids einsetzen. Man kann sie eventuell als Leader nehmen für die Arena mit dem HP-Lead. Sie macht mehr Schaden inzwischen, sowie vorteilhafte, sowie negative Effekte auf den Gegner sind. Eigentlich hört sie sich so vom Kit her nicht schlecht an. Und overall ist er auch nicht mega schlecht. Nur es ist, also manche spielen die auch in der RTA. Ich glaube, nicht in dieser Season, aber ich glaube, in der letzten Season war das. Ja, sie hat mehr so den Fokus mehr so in PvE-Bereich. Und du kannst sie auch in Steel Fortress gegebenenfalls einsetzen. Ist halt so ein Crow. Das Ding ist so, der Crow ist Free-to-Play, die Brand ja nicht. Es ist jetzt ein Dupe, ja. Aber mehr groß... Ich glaube, das ist so eines der schlechteren Sachen, die jetzt hätte kommen können, muss ich ganz ehrlich sagen. Das Ding ist halt bei Brandia... Brandia ist ein Monster, es existiert schon mega lange. Und das Problem bei Brandia ist, auch wenn sie schon hier und da gebufft wurde, irgendwie... da fehlt immer so ein bisschen was. Ich finde sie okayisch. Ich meine, ich habe sie auch. Ich habe eine Zeit lang mit ihr geraidet, als es noch kein BJ gab. Und ich noch nicht keine anderen Teams, größeren Teams wie Kata, Bale oder sonst was bauen konnte. Da hatte ich sie viel gespielt, was Raid angeht. Und im Rift Raid habe ich sehr häufig mit ihr gespielt. Und das Ding ist, hier könnten wir noch einen Net5 rauskriegen. Ja. Und das wäre safe nicht mit dem Blessing passiert. Ja, ich meine, sag mal so, Brandia, da hätte man schon gerne einen Blessing gehabt, muss ich ganz ehrlich sagen. Das Ding ist nur, Blessing ist... Ja, Dupe oder Dupe. Dass er jetzt da einen Arnavel hatte. Arnavel wäre so oder so gekommen, auch ohne Blessing. Der Ryu wäre die Auswahl von Blessing gewesen und die wären Dupe gewesen. Wisst ihr, was ich meine? Hier hätte es jetzt sein können, dass Bran ja die Auswahl gewesen wäre, was Dupe wäre und er hätte vielleicht noch ein Wasser-Ryu bekommen oder so. Wisst ihr, was ich meine? Eine Riegel.
Naja, Riegels. War das der, der nicht gestunt werden konnte? Irgendein Licht konnte doch nicht gestunt werden. Ist der nicht eigentlich derzeit mega gut gegen Okis? Also wenn das der ist, ich weiß nicht, ob der das war gerade. Ich glaube, der kann er gestunt werden? Ich weiß es nicht. Mal gucken, ob wir hier tatsächlich noch einen rauskriegen. Wenn wir hier noch einen rauskriegen, ich schätze, dann kommen wir so mit 4 Net 5s heute raus. Das Ding ist, wie gesagt, ich hoffe auf eine Sierra. Ne, also ich gönne ihn Sierra, Savannah, Marsha hatte er auch nicht. Marsha will er, aber war jetzt nicht im Wunsch. Rika, Wusa, Diana, was war noch? Garni. Gut, Garni. Garnis. Sehr viele Windmonster als Wunsch auf alle Fälle. Sehr, sehr... Oh, der hatte ich fast geskippt. Ist aber... Nehme ich auch für Skill-Ups. Ja, ich weiß ja nicht. Ich habe ja noch nichts gesagt zu meinem neuen Team. Aber ja, jetzt sind zwei Monster bekannt. Welches Attribut? Man munkelt, ne? So wie eine Succubus ist in dem Team, so wie eine Cannon Girl ist in dem Team. Mal sehen. Deswegen wäre für mich ein guter Skill-Up, wobei sie den wichtigen Skill-Up auf Max hat. Also das wäre jetzt nicht so tragisch, sage ich mal. Aber die Succubus, die hätte ich mega gerne genommen. Nugami. Brandia. Anavel. Bis jetzt. Ein Dupe, ein Non-Dupe. Wie gesagt, ich verfude den Dupe nicht. Er will es nicht. Ich kann nicht verstehen. Ich würde inzwischen auch eher auf Runen gehen. Weil man ab einem bestimmten Punkt ist man nicht mehr so stark auf Monster angewiesen. Ja, deswegen, das ist das, nochmal um das Blessing-Thema aufzuwerfen. Es gibt wahrscheinlich auch Leute, die halt tatsächlich auf bestimmte Monster angewiesen sind, wie zum Beispiel, bei mir wäre es jetzt zum Beispiel ein Tablo oder ein Wasser-Ryu, beispielsweise. Oder jetzt, wer jetzt nochmal so relativ am Anfang ist, ja, da ist man noch auf manche oder auf viele Monster angewiesen, was sehr gut wäre, sie zu bekommen, etc. Das Ding ist nur, würde ich dafür eine gute Rune oder zwei Gems liegen lassen? Das ist die... Da ist ein interessantes Monster aufgetaucht. Ui, hätte ich gerne. Also, ich hätte den Skill-Up gerne. Deswegen, ja, ist es zwiespältig. Natürlich, man kann sich Blessings holen. Ich bin, wie gesagt, nicht der Fan von Blessing. Ich bin in meinem Punkt, wo ich gerade stehe im Spiel, bin ich auf Runen aus. Ja, Runen und geile Gems. Richtig geile Runen. Ja, mit passenden Gems. So, und deswegen würde ich mir zu meinem Zeitpunkt im Spiel kein Blessing mehr holen. Abgesehen davon, dass ich es Scam finde inzwischen, ist es zwar cool, dass man eine Auswahl hat. Manche Blessings retten einen auch ein bisschen so den A. Aber im Großen und Ganzen finde ich sie eher Scam. Muss ich persönlich sagen. Da kriegt man einfach das Kotzen. Wisst ihr, was ich meine? Das ist nicht cool. Aber okay. Gehen wir weiter. Elfenwächter. Teufelsjäger. Deswegen gehe ich halt eher auf Runen. Vor allem, ich brauche für das Team, was ich vorhabe, theoretisch gesehen noch ein 300er Set. Ich habe zwei. Ich habe zwei Swift Broken 300er Sets. Ich bräuchte noch einen für das Team, was ich vorhabe zu spielen. Nur ein, na, annähernd 300 Set. Es muss nicht, also für den Rang, wo ich spiele, muss es nicht unbedingt 300 sein. Aber es muss so in die Richtung gehen. Also so 190 so. Das wäre auch noch okay. Kriege ich gerade nicht hin. Mir fehlt so eine Rune. Eine gute Swift-Rune würde mir da fehlen. Liesli oder so heißt der. Liesel-Schniesel. Nicht so cool. Sagen wir es mal so. Okay. Das ist eine Sylphe. Wie heißt die nochmal? Sylphide. Aber wie heißt die nochmal? Keine Ahnung, wie die heißt. Ist nicht Lumi. Lumi war die blaue. Wie hieß die nochmal? Freya oder Freya? Oder so? Keine Ahnung. Aber ein Net 5 ist hier noch. Ich spüre den Net 5. Wir haben noch über 170 Scrolls. Oh shit, ich hab geskippt. Da war der nervöse Finger, sag ich euch. Der nervöse Finger hat einen Fredolin. Ein Fredolin. Na, wie heißt es nochmal? Fedora. Ein Fredolin hat er rausgeholt. Ah. Wieso gibt es kein Monster namens Fredolin? Oh, hey, die Blitze, die kommen. Ich sag, bei mir kommen sie immer gegen Ende. Immer. Schon wieder der Poison Dude, Mann. Den kannst du nicht wenig. Ja, ich glaube, das ist uninteressant.
Aber Wind, zu Wasser kann ich Positives sagen. Zu Wind kann ich nicht so positiv reden, ja. Also wäre schön. Alter, die Blitze haben jetzt Bock. Jetzt haben die Blitze Bock. Okay, ja, Skillups, Triana, Harmonia, Viva, Celia, alles außer sie. Ja, sie so, die... Alter, was ist da los? Chun-Li Feuer. Okay, netter Attack. Alter, was ist da los jetzt? Netter... Ah, ich dachte gerade schon. Kunit, hey! Da kann ich positiv drüber reden, tatsächlich. Kunit ist ein gutes Monster für Low-Bereich, für Early-Game-Spieler, die Probleme mit dem Trickaroo-Team haben. Denn man baut ihn einfach relativ schnell, also mit am schnellsten, und klatscht den einfach mit Entschlossenheitssets voll. Ja, da musst du dir in der Theorie nur noch ausrechnen, wie viel Def deine Trickaroos noch brauchen. Ja, er moved als erstes. Sprich, er macht nochmal sogar... Naja, das Team ist ein bisschen langsamer dadurch. Aber darum geht es im Early-Bereich nicht. Dann hast du natürlich den Werde und die drei Trickaroos fertig. Dann moved halt der Trickaroo und dann der Werde. Und dann hast du es so, dass der Kunit in die Steinform geht, sobald er angegriffen hat. Deswegen muss er der Schnellste sein. Ja. Und dann ist er in der Steinform. Und dann moven die Trickaroos... Alter, was ist mit dem Blitzen los? Und die Trickaroos nehmen ihn nicht mit. Ja, die nehmen den Kunit nicht mit. Sprich, der Werde und die Trickaroos kriegen trotzdem ihre vollen Ablenkzeitverringerungen durch diese Team-Attacks, ne? Und das macht es leichter, die Trickaroos zu bauen. Man muss nur ein bisschen Entschlossenheitssets farmen. Er sollte der Schnellste sein. Und vielleicht nicht direkt wegfliegen. Ja, also ein bisschen tankiger bauen. Man kann ihn auch ein bisschen damage-lastiger bauen. Dann kann er nochmal ein bisschen Schaden mehr machen. Aber im Großen und Ganzen geht es mehr darum, den Def-Wert zu bekommen, ohne groß die Runen haben zu müssen, weil es mit den Entschlossenheitssets natürlich ein bisschen leichter fällt. Na, man muss sich das halt, wie gesagt, ein bisschen ausrechnen, wie viel Def die jetzt am Ende dann noch brauchen, und dann ist gut. Ja, dann ist gut. Das wollte ich nur noch zu Kunit sagen, weil Kunit ist ein gutes Video, das ist ein gutes Early-Game-Monster derzeit für Trickaroo-Teams. Oh, da war ein Vigor. Oh, da ist ein Blitz. Da haben wir die Sierra. Oh, richtiges Element. Aber junge Ninja und Forster. Fast. Ach, schon wieder voll? Geht so schnell. LDs. Puh, da musst du lucky sein. Go. Gib ihm eine Sierra, Mann. Oder eine Savannah. Oder eine Diana. Diana? Oh, Diana? Diana? Hast du Bock? Ech, was bist du denn? Was ist das denn? Okay. Es hat schon mal funktioniert mit meiner Ansage. Oh, Rika. Rika, Self-Rika. Das ist richtiges Element. Weiblich, aber Forster. Und, ja. Es ist das richtige Element. Ich sollte dabei bleiben. Ich sollte mit meinen Vorhersagen bleiben. Das kommt immer näher dran, ich sag's euch. Hat gerade mit dem Orochi bezüglich Sierra auch fast geklappt. Jetzt gerade mit Astar bezüglich Rika fast geklappt. Jetzt der nächste Blitz wird Savannah sein. Habe ich, glaube ich, heute noch nie gesehen. Noch nicht gesehen, aber okay. Wir sind heute einmalig. Oh, da ist er. Savannah. Oh, nicht du schon wieder. Nicht du schon wieder. Jetzt passt nicht mal das Element. Gut, wir bleiben mal bei Sierra. Sierra spüre ich eher als ein Savannah, muss ich sagen, heute. Go, Savannah. Sierra, komm, go. Komm her. Komm, ich habe dich schon mal gezogen. Ich habe dich schon mal in meinem Bann gezogen. Jetzt ziehe ich dich nochmal in meinem Bann. Nur auf einem anderen Account, was nicht mein Account ist. Aber ist ja egal. Darum geht's nicht. Komm her. Komm mal bei mir bei, Sierra. Go. Sierra. Blitz, please. Please. Blitz, sie, komm schon. Nein.
Blitz, komm zu mir, Blitz. Und lock den Slayer raus. Ups. Bison Feuer. Ist cool. Also er ist RTA-mäßig, aber Arena-Dev-mäßig sehr gut. Erstmal gucken, ob er ihn hat. Ob es ein Dupe ist. Ist es ein Dupe? Ist es kein Dupe? Bitte sei kein Dupe, dann ist es immer etwas. Es ist kein Dupe. Nice. Außer er hat ihn nicht erweckt. Wenn es kein Dupe ist, ist nice. Er ist ein sehr starker Leader für die Arena. Also für Stole Devs. Ja, ich benutze ihn immer so, wenn ich rushe in den letzten paar Minuten, so 20, 30 Minuten, stelle ich einen Stole Dev rein, dass ich weniger angegriffen werde. Funktioniert ganz gut. Erstmal gucken im Lager. Vielleicht hat er ihn hier unerweckt drin. Unerweckt. Nein, sieht nicht danach aus. Okay, cool. Das ist cool. Zwei Non-Dupes gezogen. Leider halt, wie gesagt, es ist halt... Aber ich wusste, hier ist noch einer drin. Und einer ist noch safe in den LS drin. Wette ich mit euch. Und das liegt am Blessing. Ich schwöre, es liegt am Blessing. Ja, ich schwöre, das liegt daran, dass wir kein Blessing haben. Ja. Ist cool. Also ist eher so Arena-Death-Monster. Ich habe es mal versucht. Slowcleave-mäßig hat es auch... War spaßig zu spielen. Lässt die Meta aber gerade nicht zu. Tatsächlich. Lässt die Meta gerade Slowcleave-technisch nicht zu. Ansonsten, da fand ich ihn okay. Das, was mich halt mega genervt hat, ist, dass die den Schaden nicht erhöht haben. Der Schaden muss erhöht werden. Der Schaden von dem muss erhöht werden. Und das haben sie nicht gemacht bei ihm. Die haben bei ihm nur den Schaden auf den Skill 1 erhöht. Was soll der Dreck? Ja, was soll das? Das ist das Problem. Würde er mehr Schaden machen? Würde er ein bisschen mehr, Event... Ja, wobei, man muss ihn auf ACC spielen, etc. Das ist fein mit dem Last Skill. Das ist okay. Damit... Da bin ich... Sage ich nichts. Es ist okay. Aber der Schaden ist einfach unterirdisch schlecht. Sehe ich ihn gut? Ist so ein bisschen Okeanos-Klatsch. Wahrscheinlich immer noch dann schlechter als Okeanos. Aber der Schaden wäre auf jeden Fall erträglicher als so, wie der jetzt ist. Weil jetzt ist der Schaden einfach bad. Und da man ihn... Naja, man wird ihn... Man sieht ihn, aber halt Arena-Def-mäßig. Das liegt halt viel an dem Lead. Plus halt, er kann stunnen etc. Sprich, es kann auch so ein bisschen die Turnorder durcheinander bringen. Wisst ihr, was ich meine? Und da ist es so, da ist okay. Ja, ist halt für Stole Devs ganz gut, was Arena angeht. Aber das war es derzeit auch. Ja, ich hoffe, dass sie den nochmal ein bisschen buffen und dann bitte den Schaden. Und dann auf den dritten vor allem. Und dann kann man darüber reden, dass er eventuell tatsächlich sogar fein ist. Ja, dann sollte der halbwegs fein sein, weil das Kit an sich ist okay. Kann halt provoken auf dem ersten, hat ein Self-Heal auf dem zweiten. Ich weiß nicht, ob der da auch provoked, ich glaube nicht. Und kann halt mit dem dritten den AOE-Angriff machen mit Stun, dies, das, ja. Und das ist halt das, wo ich sage, das Kit ist okay. Es ist nicht mega geil, aber es ist okay. Aber das Problem ist halt, dass der Schaden einfach nicht langt. Der Schaden ist einfach unterirdisch schlecht. Und das deswegen, ich hoffe, dass sie den ein bisschen buffen. Da haben wir den Wasserdude. Der ist cool. Habe ich ja schon gesagt, ne? Also der ist ganz cool. Mit dem kann man ein bisschen Schaden machen, was Offense angeht. Ist ein nettes Spielzeug, sage ich mal. Kann man mitspielen, ja? In manchen GK und BK Offenses. Offenses. Ho, Antares. Na du? Sieht man auch noch, aber nicht mehr so viel. Ja? Weil keine Cleave-Meta ist. Keine große Cleave-Meta besteht gerade. Deswegen sieht man Antares derzeit nicht so viel. Ist auch gut, dass man ihn nicht sieht. Ist auch gut, dass man keine Cleaves sieht. Also man sieht halt Control-Cleaves. Und die sind auch sehr stark derzeit. Mal gucken, wie es mit dem nächsten Balance-Patch aussieht. Da bin ich auch mal gespannt. Aber Aquilas ziehen wir heute auch viele, oder? Dritte, vierte oder so schon? Naja. Okay, Pinguinritter, Teufelsjäger, Lager voll. Ja, ich habe auch so eine Vermutung, wie das hier mit den Beschwörungen abläuft. Ob das stimmt, weiß ich. Ist nur eine vage Vermutung, deswegen äußere ich sie nicht. Aber... Okay, nehme ich gerne, aber die haben wir auch schon gezogen. Merkt ihr was? Merkt ihr ein besonderes Bild? Na, es gibt irgendwie so eine Rotation auch in den MS gefühlt. Dass man zu manchen Wochen bestimmte Monster eher bekommt. Wie jetzt hier Abigail und so. Nicht Abigail, wie heißt sie? Ich weiß nicht, wie Scarlet heißt sie, glaube ich. Bekommt. Oder jetzt hier Aquila und so, ja. Und dann hast du Wochen, da hast du dann andere Net 4s und Net 5s, die so ein bisschen mehr im Vordergrund. Okay, die hatten wir heute noch nicht. Aber das sind dann wahrscheinlich so die. Wenn man das mal so grüne Drops, ja, das sind so Aquila derzeit, Aquila und hier Dings, dann hast du so
blaue Drops, was dann so hier Aegir und so ist, die Barbarenkönige oder hier Affenmagierin. Und dann hast du so die lila Drops, die anscheinend ein Essaces ist. Keine Ahnung warum, aber okay. Aber ja, ich spinne wahrscheinlich auch ein bisschen rum. Aber das kennt man von mir. Arpien, nice. Also hier erwarte ich jetzt kein Net 5 mehr raus, muss ich ganz ehrlich sagen. Drei aus den MS, beziehungsweise aus Attribut, weil die musst du so ein bisschen da mitzählen. Drei, das ist schon sehr gut. Ja, ich erwarte einen noch in den LS. Aber bevor wir zu den LS gehen, ja, mache ich jetzt einen Relock, weil wir machen erst die LDs auf. Wir machen erst die LDs auf. Ah, wobei, oh, das sind nur 6. Bei 10 hätte ich eher gesagt. Aber ich erwarte hier trotzdem noch einen. Aber ich mache eben Relock für die LDs. So, da sind wir wieder. Jetzt gehen wir in 2402. Da habe ich nämlich Sierra gezogen, wenn ich mich richtig... Ich hoffe, ich erinnere mich richtig. Wir fangen an mit den... Pieces. Schade. Also ein Blitz wäre mega gut, kein Blitz wäre normal. Eine Fee. Nil oder so. Nein, leider nicht. Kein Blitz, was haben wir da? Ein Marmor, genau so hieß der. Okay, 5 haben wir noch, aber hier kann man, glaube ich, auch nichts groß erwarten. Ein Blitz und das bei LDs. Bam, Atamiel. Oh, der war kein Hall of Hero. Der hat ein Speedlead. Oh, der ist fein eigentlich. Also für GK oder BK. Eher BK, wenn er den noch nicht hat. Warte mal. Der ist fein, wenn du den noch nicht hast. Okay, heißt nicht, dass du ihn gebaut hast. Ah, er hat ihn! Ah, er hat ihn! Okay. Dupe. Back-to-back LD-Blitz, da fuck? Ah, Lukas. Lukas ist auch nicht schlecht. Lukas, es gibt viele Luca-Devs oder auch Lukas-Spieler in manchen RTA-Matches. Oder 5-Star. 4-Star League. 2 Blitze in 6 Scrolls. Leider nicht die besten. Also es waren 2 Non-Hall of Heroes. Leider ein Dupe. Ich weiß nicht, ob er Lukas hat. Wir gucken gleich. 3? Was? Okay. Die war Hall of Hero. Aber da fuck? Drei Blitze in wie viel? 6 oder 7? Holy moly, what the fuck? Ich sperre dir die jetzt trotzdem mal. Ich meine, den hast du schon. Sie war jetzt Hall of Hero. Ups, nein. Okay. Da fuck. Okay, gut. Okay, ich nehm's hin. Wir haben jetzt noch die LS. Wie gesagt, hier erwarte ich noch ein Net 5. Wir fangen an mit den Stücken. Also ich hoffe, es ist nicht Sierra. Komm, gönn ihn nicht Sierra. Ah, ich dachte gerade, das ist Edna. Okay, es ist, ich weiß nicht, wie die mit richtigen Namen heißt. Komm, gönn ihn nicht Sierra. Oder Savannah, Garni, Diana, Rika, Wusa, Thethild. Ja, ist Low-Budget-Edna, wo wir gerade bei Edna waren, hä? Okay, 4 Scrolls haben wir noch. Alter, die LDs, die haben mich gerade ein bisschen hardcore geflasht. Holy shit. Krass, Mann. Ich meine, es geht jetzt nicht darum, es war jetzt leider Dupe, etc. Aber es war einfach 3 in, was, 7? Die geht langsam in Richtung Meta. Also, ich würde sie nicht unbedingt verfuden, vor allem BK-mäßig. Kommt langsam was. Go, komm schon. 105 ist hier noch. 105 ist hier noch. 105 ist hier noch. Sierra, Savannah, irgendwas. Ja, den hättest du auch dann ruhig in Dark raushauen können, wenn du dem jetzt schon zweimal in die Fräse klatscht, dem Piratenkönig. Captain. Kommt hier keiner mehr? Doch, einer kommt schon, komm, einer noch. Nee? Okay, LS waren auch mal besser, muss ich sagen. Okay, wir sind durch. Krass. Kein neues Monster gezogen, leider. Kein einziges. Ist ein bisschen schade. Aber wir haben, wow, 3 Net 5s gezogen, das ist okay. Von den MS. Hättest du jetzt noch mehr LS gehabt? 3 aus 7 LDs? Ich meine, was soll ich dazu sagen?
Ja, ist cool. Ist cool. Also ich finde, es ist gut geworden. 2 Non-Dupe, so wie ich es jetzt gesehen habe. Ja gut. Hast du Lukas? Lukas ist, wie gesagt, nicht schlecht. Tatsächlich. Wenn du ihn hast, dann, ja. RIP. Nee, Lukas scheinst du nicht zu haben. Lukas ist cool. Wie gesagt, Lukas ist... Ich finde ihn gut. Also er ist gut. Ja. Er ist gut. Er ist nicht mega geil, aber er ist gut. Okay, gut. Ich bin durch. Ich bedanke mich fürs Zuschauen, Leute. Ich hoffe, ihr habt einen angenehmen Tag. Haut rein. Ciao.